Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. 3 Stunden lang haben heute radikale Gruppen versucht, den Bauplatz des Atomkraftwerkes Grunde bei Hameln zu stürmen. Es kam zu schweren Zusammenstößen zwischen etwa 5000 militanten Demonstranten und etwa ebenso vielen Polizei- und Grenzschutzbeamten. Auf beiden Seiten gab es viele Verletzte. Nach Darstellung der Polizei und nach Augenzeugenberichten war der Angriff auf das eingezäunte Gelände generalstabsmäßig vorbereitet. Die radikalen Gruppen schienen in Blöcke eingeteilt zu sein, die spezielle Kennzeichen trugen. Von Lautsprecherwagen wurden die Gruppen dirigiert. Der Sturm gegen die Polizeiketten begann gegen 14 Uhr. Jürgen Brunke schildert die Situation. Die Situation spitzt sich dramatisch zu. Es ist den Demonstranten gelungen, an einer Stelle den doppelten Stahlzaun zu durchbrechen. Jetzt stehen sie davor und wollen durch. Etwa 100 Polizisten halten sie noch auf. Aber wie lange? Die 5000 Demonstranten haben das Gelände jetzt umzingelt und versuchen, auf das Gelände durchzubrechen. Die Demonstranten, Kopf und Körper teilweise stark geschützt, werfen mit Steinen, Holzlatten und Knallkörpern. Die Beamten antworten mit Wasserwerfern, Tränengas und Nebelbomben. Es gibt zahlreiche Verletzte, besonders auf Seiten der Verteidiger, die trotz ihrer großen Plexiglasschilder immer wieder von schweren Steinen getroffen werden. Hubschrauber beobachten die Aktion. Sie werden durch Drachen an ihrer Tätigkeit behindert. Polizei und Grenzschutz sind in starken Formationen jetzt vor dem Baugelände aufmarschiert und die Demonstranten weichen zurück. Einige werden verhaftet und abgeführt. Nachdem die Polizei mehrere Hundertschaften Verstärkung erhalten hatte, zogen sich die Demonstranten endgültig vom Bauzaun zurück. Bei den Auseinandersetzungen mit Schlagstöcken, Steinen und Flaschen wurden 48 Polizisten und eine noch nicht bekannte Zahl von Demonstranten verletzt. 20 Demonstranten wurden vorübergehend festgenommen. Am Vormittag hatten sich Busse und Personenwagen kilometerlang auf den Zufahrtswegen nach Grunde gestaut. Die Polizei hatte 5 Absperrketten errichtet. Die letzten Kilometer mussten die Demonstranten zu Fuß zurücklegen. Die Kernkraftgegner hatten sich bei der Vorbereitung der Demonstration zerstritten. Hier in Kirchosen versammelten sich am Mittag etwa 1000 Menschen zu einer Kundgebung der Bürgerinitiative Weserbergland. Wegen der angekündigten Gewaltaktionen hatte diese Initiative den Demonstrationszug zur Baustelle wieder abgesagt. Nach dem Ende der Kundgebung marschierten dennoch die meisten Teilnehmer zur Baustelle nach Grunde. Gegen Mittag hatten Demonstranten in Emmertal, zu dieser Gemeinde gehört auch Grunde, eine Bahnlinie blockiert. Der Zugverkehr zwischen Hameln und Bad Pyrmont war etwa eine Stunde unterbrochen. Die Demonstranten protestierten dagegen, dass die Polizei die Straßen in weitem Umkreis abgesperrt und die Kundgebungsteilnehmer zu langen Fußmärschen genötigt hatte. Am Nachmittag flog der niedersächsische Ministerpräsident Albrecht mit einem Hubschrauber über das Gebiet von Grunde, um sich einen Eindruck von der Situation am Bauplatz zu verschaffen. Welches Bild er gewann, beschrieb er im Gespräch mit Felix Schröter. Ich war tief erschüttert von der Brutalität, von der gewollten Brutalität dieses Angriffs. Die Chaoten, die in ihrem Gefolge leider wieder friedliche Bürger hatten, haben sorgfältig alles vorbereitet. Sie haben mit Steinen geworfen, unsere Beamten schwer verletzt. Sie haben mit Eisenkrampen geschossen auf Menschen. Sie haben mit Stahlkugeln geschossen auf Beamte, die ihre Pflicht tun. Und zwar mit Stahlkugeln, die sogar Bleche durchschlagen haben. Dies alles ist nackte Gewalt, das war gewollt. Schon beim Anmarsch sind Polizeifahrzeuge umgestürzt worden. Ich glaube, wir sollten eine Schlussfolgerung daraus ziehen. Jeder, der auch nur als Kulisse dient bei solchen Vorgängen, macht sich zum Komplizen der Gewalt. Und ich meine, unsere Bürgerinitiativen müssen Acht geben darauf, dass sie nicht missbraucht werden zu einer solchen Gewalt. Wollen Sie oder werden Sie aus dieser Demonstration heute landespolitische Konsequenzen ziehen? Nicht landespolitische. Ich glaube allerdings, eines sagen zu müssen. Wir haben eine Reihe von Verhaftungen vorgenommen. Ich hoffe, dass unsere Gesetze es zulassen, dass die dann auch ihrer gerechten Bestrafung zugeführt werden. Wer so das Leben anderer Menschen gefährdet, wir haben einen schwer verletzten Beamten, der einen Beckenbruch hat zum Beispiel, der ist wirklich nichts anderes als ein Verbrecher. Vor dem Hintergrund der Ereignisse von Grunde ging heute die Diskussion über die Kernenergie weiter. Mehrere Mitglieder der Bundesregierung unterstrichen, dass auch künftig auf Atomkraft nicht verzichtet werden könne.
Dieser Standpunkt ist auch in einem Beschlussvorschlag enthalten, den das Wirtschaftsministerium für die Kabinettssitzung der kommenden Woche ausgearbeitet hat. Allerdings sei es unerlässlich, so heißt es darin, den Vorrang der Sicherheit der Bevölkerung zu beachten. Der Deutsche Gewerkschaftsbund ist dafür, die offenen Fragen gründlich zu prüfen. Der DGB-Vorsitzende Vetter äußerte sich dazu in Paderborn. Wir meinen schon, dass die jetzt im Bau befindlichen Kernkraftwerke fertiggestellt werden. Wir stellen uns also nicht von vornherein gegen die Energieerzeugung durch Kernspaltung an sich. Wir halten aber zunächst als ersten Moment einen überhasteten Ausbau dieser Kraftwerke einfach nicht für vertretbar und verantwortbar. Dafür sind die offenen Fragen noch viel zu groß. Solange die Einwände vieler Bürger und auch vieler Fachleute wegen der Risiken dieser Energie nicht ausgeräumt sind, ist es einfach unverantwortlich, mit dem Bauprogramm so fortzufahren, als wäre nichts geschehen. Und ich zeige mich auch unbeeindruckt, wenn hier so viele unserer Scheinfreunde kommen und sagen, aber Kinder, denkt doch an die Arbeitsplätze. Ich glaube, die Gesundheit der nächsten Generation, das Leben der nächsten Generation ist wichtiger, als dass wir jetzt mit Arbeitsplätzen da diskutieren. Lassen wir uns auf diese Sache nicht ein. Die Fürsorge um unsere Arbeitsplätze haben zunächst einmal mit der Frage Kernkraft ja oder nein nichts zu tun. Die Abhöraffäre hielt auch heute Politiker in Bonn und in den Ländern in Atem. Welche Konsequenzen Parteien und Regierung ziehen werden, bleibt aber weiter offen. Die Bundestagsfraktion der Freien Demokraten kam auf einer Sondersitzung überein, erst die Beratungen im Innenausschuss abzuwarten. Schon gestern war in der FDP Kritik laut geworden, dass Kanzleramtschef Schüler Innenminister Mayhofer nicht ausreichend unterrichtet habe. Der Fraktionsvorsitzende Mischnick betonte aber, eine Koalitionskrise habe es nicht gegeben und werde es nicht geben. Über 4 Stunden diskutierte die FDP-Fraktion heute gemeinsam mit dem Parteivorsitzenden über die neue Abhöraffäre. Doch die Wut von gestern war verraucht oder unter Kontrolle. Weder der Kopf des Innenministers noch der von Kanzleramtschef Schüler wurde noch einmal gefordert. SPD und FDP haben sich ganz offensichtlich geeinigt, den großen Krach ausfallen zu lassen. Die Gesamtdiskussion der FDP-Bundestagsfraktion stand unter dem Zeichen, dass hier die Unruhe, die entstanden ist, durch rückhaltlose Offenheit auf der einen Seite, aber ganz klares Bekenntnis zu den Verfassungsgrundsätzen und zur Rechtsstaatlichkeit auf der anderen Seite durch gemeinsames Handeln beseitigt wird. Nichts unter den Tisch, alles auf den Tisch, um Klarheit zu schaffen. Ist darüber personelle Konsequenzen gesprochen worden? Ich habe hier gesagt, dass die notwendigen Konsequenzen, die sich daraus ergeben können, dass in Bund und Ländern verschiedene Dinge nicht so gewesen sind, wie wir es nach unserer Meinung nach sein sollten, dass darüber dann entschieden wird, wenn die Berichterstattung abgeschlossen ist. Also mehr Kontrollmöglichkeiten fürs Parlament? Diese Kontrollmöglichkeiten sollen ausgebaut werden, aber ich halte nichts davon, dass man jetzt in Hektik irgendwelche Gesetzentwürfe einbringt, ohne sich dabei die Konsequenzen, die daraus entstehen können, zu überlegen. Denn wir müssen auch sicherstellen, dass alle unsere Organe, die zum Schutze des Staates tätig sind, arbeitsfähig bleiben und nicht etwa arbeitsunfähig gemacht werden. Die FDP spricht von einem Klima der Unsicherheit. Bei den Abgeordneten Unsicherheit auch darüber, ob sie wie bei der Bundestagsdebatte am Mittwoch von der Regierung wahrheitsgetreu informiert werden. Die Debatte ist im Nachhinein gesehen wohl etwas gespenstisch verlaufen. Ich gehe davon aus, dass Mitglieder der Regierung bereits wussten, welche Informationen einige Tage später im Zusammenhang mit den Stammheimer Vorfällen auf uns zukamen. Und ich hätte mir gewünscht, dass hier das Parlament ernster genommen worden wäre, indem man hier rechtzeitig informiert hätte, was es auf Landesebene noch für Lauschangriffen und anderen vom Gesetz und Recht nicht abgedeckten Maßnahmen gab. Auch die Spitzenpolitiker der Unionsparteien haben heute zu den Abhöraktionen Stellung genommen. Zugleich warnten sie davor, von den ausführenden Organen Pflichterfüllung zu verlangen und sie dann im Stich zu lassen. Der CDU-Vorsitzende Kohl sprach zu dem Thema auf dem Landestag der Jungen Union Schleswig-Holstein in Nordorf. Dabei äußerte er den Verdacht, im Zusammenhang mit der Kritik an den Aktionen seien möglicherweise Kräfte am Werk, die gar nicht aus der Bundesrepublik kämen. Der CSU-Vorsitzende Strauß ist ebenso wie Kohl der Ansicht, dass die Diskussion in einem größeren Zusammenhang gesehen werden müsse. Hier werde das politische Klima vergiftet, sagte Strauß, und es könnten sich in der Vorphase der Belgrader Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit die Fronten zugunsten der Sowjetunion verschieben.
Bundesjustizminister Vogel sieht die eigentliche Problematik der Abhöraffäre in der Information und der Kontrolle der zuständigen Stellen. Vogel sagte auf dem Landesparteitag der bayerischen SPD in München, der Staat sei an seine eigene Rechtsordnung gebunden. Er müsse aber auch die Gefahren abwehren, wenn das Vertrauen der Bürger in ihn erhalten werden solle. Auf dem Parteitag der Bayerischen Sozialdemokraten wurde heute der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Rothemund, mit großer Mehrheit zum neuen Landesvorsitzenden gewählt. Er erhielt 344 von 348 abgegebenen Stimmen. Zwei Delegierte enthielten sich, zwei votierten mit Nein. Rothemunds Amtsvorgänger, Bundesjustizminister Vogel, konnte vor zwei Jahren nur 256 von 354 Stimmen auf sich vereinigen. Nun ins Ausland. Nach der Ermordung des kongolesischen Staatspräsidenten Gwabi hat ein aus 11 Mitgliedern bestehender Militärausschuss die Macht in der Volksrepublik übernommen. Die Grenzen zu allen vier Nachbarstaaten wurden geschlossen, über die Hauptstadt Brazzaville eine Ausgangssperre verhängt. Unter Major Gwabi hatte sich die ehemalige französische Kolonie seit Anfang der 70er Jahre immer mehr nach Moskau orientiert, ohne jedoch alle Brücken zum Westen abzubrechen. Gwabis Mörder, angeblich vier Mann, wurden bislang nicht gefasst. In der pakistanischen Hafenstadt Karachi kamen heute 11 Menschen bei schweren Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten, die Neuwahlen fordern, ums Leben. Die bei den Parlamentswahlen vom 7. März unterlegene Opposition behauptet, dass der hohe Sieg der Partei von Ministerpräsident Bhutto durch Schwindel zustande gekommen sei. Die PNA, ein Zusammenschluss von 9 Oppositionsparteien, fordert den Rücktritt von Bhutto und neue Wahlen. In Karachi steckten die Demonstranten Fabriken in Brand, demolierten Fahrzeuge und setzten Ampelanlagen außer Betrieb. Die amerikanische Delegation, die das Schicksal von etwa 2500 in Indochina noch vermissten US-Soldaten klären soll, ist heute in der Hauptstadt von Laos, Vientiane, eingetroffen. Kambodscha hat am selben Tag die Einreise verboten. In Hanoi hatte die Delegation Särge mit den Leichen von 12 amerikanischen Soldaten, die während des Vietnamkrieges gefallen sind, an Bord der Transportmaschine genommen. Zwei Luftpiraten, die heute eine türkische Verkehrsmaschine während eines Inlandfluges nach Beirut entführt haben, ergaben sich am Abend den libanesischen Behörden. 1,5 Stunden nach der Landung in Beirut hatten die Entführer, die ursprünglich in ein Palästinenserlager gebracht werden sollten, zunächst alle 173 Passagiere freigelassen, ehe sie wenig später selbst aufgaben. Die 24. deutsche Campingausstellung, auf der 370 Aussteller bis zum 27. März das Neueste für Freunde von Zelt und Wohnwagen zeigen, wurde heute in Essen eröffnet. Es berichtet Johannes Kaul. Keine Sorgen um immer neue Absatzrekorde brauchen sich die Hersteller von Caravans, Zelten und Booten zu machen. Für das vergangene Jahr konnten die Vertreter der Freizeitindustrie um bis zu 30% höhere Umsätze melden. Die Zahl der Übernachtungen für die 10 Millionen deutscher Camper stieg um 20%. Für Fahrkomfort und Fahrsicherheit bei den Mobilheimen haben inzwischen fast alle Anbieter von Caravans einen gleichmäßig hohen Standard erreicht. Die jetzt vorgestellten Verbesserungen beziehen sich fast nur noch auf ein Mehr an Wohnlichkeit, auf ein Angebot noch größerer Wagen und auf die Luxusausstattung der rollenden Wohn- und Schlafzimmer. Zum Problem Nummer 1 für den Campingmarkt verspricht in den nächsten Jahren aber gerade die Höhe des eigenen Umsatzes zu werden, die drohende Überfüllung der Campingplätze. Erstes Warnzeichen ist die Ankündigung von neuen Preissteigerungen bei den Campingübernachtungsgebühren, bis zu 15% in diesem Jahr. Zwar fordert der Deutsche Campingclub inzwischen für die nächsten 5 Jahre die Verdoppelung der heute 2000 deutschen Campingplätze, aber selbst mit dieser Ausweitung des Angebots würde man die Geister, die man rief, nicht mehr los. Spitzenreiter der Fußball-Bundesliga bleibt nach dem 26. Spieltag Eintracht Braunschweig, obwohl die Mannschaft beim Heimspiel gegen den Karlsruher SC einen Punkt abgeben musste. Hier die Ergebnisse. Düsseldorf-Mönchengladbach 0:1, Braunschweig-Karlsruhe 3:3, Tennis Borussia Berlin-Saarbrücken 1:1, Köln-Hamburg 3:3, Essen-Hertha BSC Berlin 2:2, Frankfurt-Duisburg 3:1, Schalke-Bayern München 0:0. Gestern spielten Bremen-Dortmund 3:0, Kaiserslautern-Bochum 2:0. Aus Frankfurt die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 20. März. Mit dem sich mit dem Kern nach Belgien verlagernden Tief dringt zunehmend hochreichende kalte Meeresluft nach Deutschland ein. Die Vorhersage für morgen. Östlich der Weser und in Ostbayern meist bedeckt und zeitweise zum Teil länger anhaltender Regen.
In den anderen Gebieten Deutschlands wechselnd, vielfach stark bewölkt mit einzelnen Regenschauern. Oberhalb 1000 Meter wieder Schnee. Tiefsttemperaturen 2 bis 7 und Tageshöchsttemperaturen 7 bis 12 Grad. In Bayern örtlich darunter. Schwacher bis mäßiger Wind im Norden aus östlichen Richtungen, im Süden aus südwestlichen Richtungen. Wir melden uns wieder gegen 21.35 Uhr mit einem Kommentar von Heinz-Werner Hübner zur Abhöraffäre.